Willkommen zurück beim Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Videos genauer mit dem Fangen von Exceptions beschäftigt und wir möchten uns jetzt darüber im Klaren werden, wann sollten wir denn eigentlich als Entwickler selber Exceptions auslösen. Und der wichtigste Punkt hier sind diese sogenannten Guard Clauses. Guard Clauses werden eingesetzt, um in If-Blöcken am Anfang der Methode abzufragen, sind die Parameterwerte, die entgegengekommen sind, korrekt. Das muss ich eben genau dann machen, wenn beispielsweise ich einen Integerwert erwarte, der ja irgendwas zwischen 2 hoch 32, minus 2 hoch 32 haben kann, so rum, und 2 hoch 32 minus 1. Und genau das möchte ich dann eben einschränken auf, ich brauche eigentlich bloß einen Wert zwischen 0 und 100 und wenn er mir eben was anderes angibt, werfe ich ihm eine Exception. Und wir machen das jetzt Ganze mal hier beim Gehaltsrechner. Diese andere Datei schauen wir mal weg. So, und schauen uns bloß den Gehaltsrechner an. Wir bekommen hier in dieser Methode beispielsweise einen Mitarbeiter. Und wir greifen hier mit dem Punktoperator auf das Mitarbeiterverhältnis zu und auf das aktuelle Gehalt. Was passiert denn aber eigentlich, wenn wir diesen Gehaltsrechner mal erstellen und auf diesem Rechner berechne Gehaltserhöhungen mit Null aufrufen? Wir können ja für alle Referenztypen auch Null übergeben. Das war ja mal die Sache. Das ist dann halt einfach eine Referenz, die auf kein Objekt zeigt. Und wenn wir das mal ausführen, dann sehen wir hier, boom, wir kriegen hier eine Null Reference Exception. Und genau das wollen wir eigentlich verhindern. Und wir können dem Aufrufer aber sagen, Junge, du musst deinen Parameter richtig übergeben, wenn du mich aufrufst. Und das sind eben sogenannte Guard Clauses. Diese sehen wie folgt aus. Wir überprüfen eben, ist dieser Mitarbeiter null? Und sagen dann, wenn das der Fall ist, dann schmeißen wir eben eine New Argument Null Exception. Die haben wir ja auch schon gesehen, als wir einige wichtige Exception-Klassen von .NET besprochen haben. Und hier gibt man üblicherweise keinen Prosa-Text mit, sondern eben bloß den Namen des Parameters, bei dem dessen Wert null ist und dessen Wert aber nicht null sein sollte. Und das hier nennt man eben Guard Clause. Das ist eben, auf Deutsch könnte man das ungefähr mit Schutzanweisung übersetzen, wobei es keine richtig gute deutsche Übersetzung gibt. Diese Anweisung hier oder dieser If-Block mit Anweisung innen drin, der sorgt dafür, dass der Rest der Methode vor dem Ausführen geschützt ist, wenn wir hier falsche Parameterwerte, in diesem Fall eben null, mit übergeben bekommen. Ja, also sobald hier jemand falsche Parameter sagt und hier eben meint, er muss uns mit null aufrufen, dann kriegt er eben eine Exception zu Gesicht. Aber wir haben dadurch sichergestellt, dass dieser Code, unsere eigentliche wichtige Logik der Funktion, auch wenn sie jetzt hier nicht so wichtig ist, und ganz übrigens auch falsch, wie ich hier gerade sehe. Dass hier eben die ja, genau, also diese Logik nochmals gesagt, wird hier dadurch geschützt, dass wenn falsche Parameterwerte reinkommen, einfach eine Exception fliegt und damit diese Ausführung hier verhindert wird, weil die Exception ja standardmäßig erstmal den Call Stack hochgeht. Schauen wir uns nochmal andere Sachen an. Genauso könnte man quasi hier sagen, dieser Parameter, der könnte null sein, das möchten wir natürlich nicht, wenn wir darauf zugreifen. Das heißt, wenn das hier null ist,
dann schmeißen wir ebenfalls so eine Argument Null Exception mit Mitarbeiter. Hier beim Rückgabetypen macht man es natürlich nicht, weil wir intern in der Methode dafür sorgen, dass wir eben hier nicht Null zurückgeben, außer es ist sogar teilweise gewünscht. Was haben wir denn hier noch? Diesen Gehaltsprozess. Genauso könnte man eben hier sagen, diese Objekte, die diese Klasse hier erwartet im Konstruktor, auch die dürfen eigentlich nicht null sein. Weil wir eben hier eben versuchen, über diese Abstraktion auf ein Objekt zuzugreifen mit dem Punktoperator. Genauso hier. Das heißt, auch hier müssten wir genau genommen wieder Guard Clauses machen, dass eben diese Objekte nicht falsch instanziert werden können. Und da diese Guard Clauses so üblich sind mit der Überprüfung auf Null, kann eben der ReSharper, mein Code-Unterstützungstool, diese auch automatisch machen. Ich kann ja einfach Alt-Enter drücken, damit das ReSharper-Menü kommt, und ich kann hier Check Parameter for Null auswählen. Und das kann man eben auch relativ schnell dann machen. Und wir sehen hier, dass dann eben Guard Clauses am Anfang der Methode eingerichtet werden, damit sichergestellt wird, dass diese beiden Parameter korrekt sind und wenn die Klasse instanziert ist, auch auf jeden Fall funktioniert. Das sorgt dafür, dass wir beim Aufrufen dieser Methode hier unten später nicht zu einer Null Reference Exception kommen, bloß weil hier beim Erstellen des Objekts eben der Aufrufer geschludert hat und hier Null übergeben hat. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir sowas nochmal anzeigen. Also diese Methode braucht natürlich keinen Guard Clause. Warum? Weil keine Parameter entgegengenommen werden. Das brauchen wir bloß wenn wir eben Klassen haben, die eben Sachen entgegennehmen. Genauso gut eben könnte man das hier machen. Habe ich auch schon gemacht, wie man hier sieht. Ja, also so viel nochmal zu Guard Clauses. Das ist eben der Haupteinsatz, wo wir als Entwickler persönlich Exceptions auslösen. Ansonsten, wenn wir Objekte bauen, die durch bestimmte Methodenaufrufe in fehlerhafte Zustände übergehen könnten, genau dann würde man eben auch Exceptions werfen. Wenn Sie sich die Videolösungen zu Übung 2, Aufgabe 2 anschauen, da tritt das teilweise auf. Hier würde ich jetzt explizit kein Beispiel dazu machen, weil wir eben hier, also diesen Punkt, dass wir Ausnahmen auflösen, weil wir eben ein Objekt durch bestimmte Methodenaufrufe in einen falschen Zustand bringen, das sollte man aus Programmiersicht so weit wie möglich vermeiden. Schauen wir uns nochmal dazu diesen Erhöhe-Gehaltsprozess hier an. Wenn wir dieses Objekt instanziieren, müssen wir einfach alles gleich mitgeben im Konstruktor, damit dieses Objekt funktioniert. Und wenn dieses Objekt einmal instanziert ist, dann kann man auch eigentlich bloß sinnvollerweise diese Methode hier darauf aufrufen. Und da muss man keine Parameter übergeben und der Nutzer hat gar keine andere Möglichkeit, als dieses Objekt im Endeffekt richtig zu nutzen. Also es ist irgendwie idiotensicher. Und genau das ist eben auch der Punkt, den Sie immer wieder anstreben sollten, wenn Sie Klassen bauen. Also idealerweise geben Sie alle Abhängigkeiten, die diese Klasse zu anderen Klassen hat, eben direkt über den Konstruktor mit, überprüfen dort direkt, ist das Ding korrekt. Das heißt, wenn das Objekt einmal instanziert ist, kann man eben beliebig oft diesen Prozess ausführen und es kommt niemals zu Fehlern, außer natürlich, was weiß ich, wenn hier die Datenbank wegfliegt. Ja, aber das müsste man dann wieder mit entsprechenden Try-Catch-Blöcken eben abfangen und dann sagen, Vorsicht, dieser Prozess konnte nicht ausgeführt werden, weil Datenbank nicht da, weil Netzwerkverbindung nicht verfügbar, je nachdem, was man hat. Also, diese zweite Kategorie an Fehlern lässt sich nicht immer umgehen, aber man sollte darauf hinwirken, dass man sie nicht zu oft braucht. Also das
wirklich, ich sag 95-99% der Exceptions, die sie auslösen, also wo sie Throw aktiv schreiben, ist eben in sogenannten Guard Clauses, indem sie einfach ihre Funktion davor schützen, ausgeführt zu werden, wenn die Parameter nicht stimmen. Ja, der Aufrufer muss dafür sorgen, dass die Parameter richtig sind, sonst führt ihre Methode nicht aus. Hier haben wir das auch nochmal in diesem Beispiel, was ich vorher schon gezeigt habe. Und das Ganze hat natürlich auch noch ein Prinzip dahinter, dass wir diese Guard Clauses einsetzen. Das ist nämlich das sogenannte Fail-Fast-Prinzip, wie wir hier im Skript sehen. Und das besagt eben bloß, dass eine Methode schnellstmöglich eine Exception werfen sollte, wenn einer oder mehrere der Parameter einen fehlerhaften Wert haben. Und das erreicht man eben, indem man Guard Clauses einsetzt, wie gerade erzählt. Und es ist eigentlich auch relativ gut lesbar, wenn wir diese Guard Clauses hier haben. Weil letztendlich kann man als Entwickler diese beiden oberen Anweisungen mehr oder weniger ignorieren, weil sie eben bloß zum Schutz der Funktion da ist und der eigentliche Punkt, den wir uns anschauen, ist hier unten. Genauso hier. Ne? Wir können einfach diese obere Anweisung mehr oder weniger beim Lesen ignorieren und wir schauen uns tatsächlich hier unten an, was passiert. Und bitte machen Sie nicht sowas. Moment, hier war ich gerade. Man könnte diese Sache ja auch ungefähr so ausdrücken. If Mitarbeiterverwalter ungleich 0, dann machen wir hier auf. Und if Gehaltsrechner ungleich 0, dann machen wir hier auf. Und ansonsten mache ich hier eben ein else, throw new argument null exception mit Gehaltsrechner und hier mache ich ein, also wenn ich es noch ganz übel machen will, dann mache ich es gleich noch so, throw new argument null exception für den Mitarbeiterverwalter. Ja, dann machen wir es nochmal richtig übel, so mit. Ihre Funktion wird viel schlechter lesbar. Viel schlechter. Warum? Weil sie hier eben, weil man zusätzliche Blöcke einsetzen muss. Wir haben mehr Einrückungen und das Ganze ist viel, viel schlechter lesbar als vorher im Vergleich, wenn man sich das hier mal anschaut. Wenn wir hier das alles wieder wegnehmen, die ganze. So. Hier sind wir wieder. Ja, das ist einfach lesbar. Und viel, also von der Code-Qualität viel besser als vorher. Viel, viel besser. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Video. Und im nächsten Video schauen wir eben genau an, wann sollten wir denn nochmal Try-Catch-Blöcke überhaupt einsetzen, um Exceptions zu behandeln. Vielen Dank und bis bald.